Und guten Tag. Schön, dass Sie auf MX5 Roadtrips vorbeischauen, einem Kanal, der den Bergpässen der Alpen gewidmet ist. Es gehört zur Eigenart von Bergpässen, dass sie je nach Jahreszeit und natürlich auch nach Tageszeit, nach dem Sonnenstand, einen ganz unterschiedlichen atmosphärischen Eindruck bei einem hinterlassen. Und die Richtung spielt auch eine Rolle. Ich versuche das in den Videos so zu machen, dass ich Aufnahmen aus verschiedenen Fahrten zusammenschneide, um diese Eindrücke wiederzugeben. Außerdem habe ich eine Anregung von GoPro aufgegriffen, die Geschwindigkeit zu variieren. Wenn es also manchmal aussieht, als wenn wir durch die Alpen rasen, ist das nicht der Fall, sondern nur die Wiedergabegeschwindigkeit ist geändert, was hoffentlich den Videos ein bisschen mehr Spannung gibt. Sie sind wie immer mit mehreren Kameras und in 4K gedreht. Die Silvretter Hochalpenstraße, die Vorarlberg mit Tirol verbindet, ist eine private mautpflichtige Straße, die der Wartung des Silvretter Stausees dient. Diese Straße ist, wenn sie geöffnet ist, sehr stark befahren und das auch mit Reisebussen. Es empfiehlt sich also unbedingt, die frühen Morgenstunden oder den späten Abend zu wählen. Eine Übernachtung beim Zeinesjoch ist unbedingt empfehlenswert. Dort ist viel weniger los und auch das Zeinesjoch, das ein Abstecher von der Silvretter Straße ist, ist unbedingt lohnenswert. Viel Spaß bei diesem Video.